Hallo und herzlich willkommen hier zu meiner weiteren Folge hier, Last 19, Nordfriesischer Marsch, also 2.6. Ja, die Nacht habe ich gut geschlafen. BGH gab es ein paar kleine Einnahmen, aber nicht viel, aber ein bisschen, ne? Hier gibt es die Einnahmen. Ne, das Geld. Hier genau. Also Gebäudeeinnahmen ist klar, das sind die Solarzellen. Einnahme BGH 242.000. Die eine braucht ein bisschen mehr, die andere ein bisschen weniger. Ist aber okay. Und habe noch Schulden von 87.000. Ne? Zinsen habe ich gezahlt. Mal gucken wir gleich. Es gibt 3.332. Ja. Gucken wir gleich. Auf Feld 12 ist er ja zur Hälfte gefahren. Das ist gut. pH-Wert, Stickstoff. Und man sieht genau, wo er gefahren ist. Ne? So, der Missfahrer ist unterwegs. Oder auch nicht. Der müsste hier irgendwo fahren. Ich sehe ihn aktuell nicht. Und ja. Ist was reif geworden. Ich glaube eher nicht. Falls doch Hopfen. Gucken wir rein, ne? Gras war wichtig. Ob wir das mal mähen können, ne? Gras wäre schon wieder soweit. Das sind 1, 2, 3. Achso, ja, Gras ist hier. Das ist ja was jetzt gepflanzt, ne? Das andere ist ja hier im Wachstum. Gut. Das heißt, 19 und 17 und das könnte man theoretisch wieder machen. Wir können aber auch theoretisch warten, bis es ein bisschen weiter gereift ist. Aber Hopfen ist noch nicht reif. Und Rüben ist klar, ist auch nicht reif. Das wäre jetzt ein Ding, ne? Aber das wird bald kommen. Das wird zu viel. Alles auf einmal kommen, ne? Rüben und die Hopfenernte. Die steht noch an. So, steigen wir ein. Ich bin natürlich bis zum Container gefahren, ne? Klar. Die Tür aufgelassen habe ich jetzt bald, ne? Gut. So, jetzt fährt noch fleißig Mist, fährt noch. Klar, der BG hat nachts entsprechend auch gearbeitet. Ein Düngerfahrzeug fährt noch. Und der andere fährt auch. Blocking. Achso, weil der Radfeld auflegt. Mal gleich mal gucken, was die Kühe machen und die Schweine. Das habe ich immer so ein Problem, das muss ich nicht vergessen. Ne? Ich dachte mir eines Tages, die Tiere verhungern. Das ist mir ganz gut, wenn man das am Anfang mal nach Tag vorbei ist. Sollte eigentlich noch gut sein. Oh, na gut ist gut. Ja, wahrscheinlich haben die Schweine kräftig zugelegt. Mal gucken mal. Die werden auch Schweine auch zum Schlachter bringen können. Das wäre auf jeden Fall. Und hier werden wir die Ferkel umstellen können. Also die wenig. Dann werden auch Schweine entsprechend Futter besser sein. Dazu. Ich habe einen Hänger dort gelassen oder nicht? Gute Frage. Jedenfalls werde ich drüber laufen zum Transporter, ne, für unsere Tiere. Kühe waren okay. Wir laufen mal rüber. Unser Anhänger, aber garantiert kein Traktor vor, kein LKW. Doch, LKW ist vor. LKW ist vor. Wenn wir gleich mal einsteigen. Und dann können wir gleich mal sehen, dass wir da. Ah, ich wollte mal sehen. Mit Feuchtigkeitsgehalt. Ne? Da wollen wir gleich mal ran. Ransteigen, am Feld rangehen und da noch gucken und messen. Ich wundere mich, dass er noch nicht wachsen ist. Ja, gut, 3%, ne? Was kommt wieder Regen? Ja, eine Weile nichts. Obwohl im Herbst ist es nicht ganz so dramatisch. Das Wachstum wird ja immer weniger, je es kühler wird, obwohl hier noch recht warm ist. Ja. Aber Heu wollen wir nicht mehr machen.
überlege eher, ob wir da jetzt, das haben wir ja frühen Herbst, ob ich da noch ein, zwei Tage warte, in einem weiteren Wachstumsstufe abwarte und ein bisschen mehr mitnehmen. Ne? Soll ja ein bisschen mehr Ertrag bringen. Ne? Ob das nun so genau stimmt, ich habe es noch nie getestet. Ich glaube mal allen, die das so sagen. Ne? Also die Schweine müssen heute mal ein Schwung muss erstmal Richtung Schlachthof. Könnte man meinem Bruder machen, ne? Der macht das nämlich. Weil ich weiß, Tiere, ob ein Schweine genau, das weiß ich nicht. Ob vom Schlachthof oder woanders hin, das weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, er kreucht überall umher, ne? Bei mir zu Hause und ich habe von Holland auch mal gehört, von Holland und so. So. 111 Kilogramm, das ist genau richtig. Das Problem ist, wenn sie älter wie 0,5 ist schon eine Grenze, werde ich. Aber 0,6, dann kriegen die schon erstmal Ferkel. Aus Prinzip möchte ich das so nicht haben, ne, dass die dann verkauft werden. Obwohl das ja eigentlich hier nicht geht. Ne. Du kannst ja nicht sagen, jetzt die Schweine schließt ihr jetzt mal den Samen aus. Ne. Das ist ja dann nicht. Ist nicht vorgesehen, sagen wir so, ne? 0,4. Ich muss nicht den anderen Erfolg kriegen. Und das ist 0,4 würde ich dann auch noch zur Not nehmen. Aber erstmal die schweren, ne? Mit 0,5 Kilogramm. Oh, ein Männchen dabei. Hauptsache kastriert. Das liegt aber eher daran. wegen dem Geschmack soll es dran liegen. Also ein Eber mit den ohne Kastrierung soll nicht so gut schmecken. Angeblich. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht beurteilen. Ich habe so ein Fleisch noch nie gegessen. Also. Aber im Grunde. Früher haben sie die immer ohne Betäubung kastriert, die Ferkel kastriert, die ein Schwein noch größer war schon mit Betäubung. Aber heute ist ja Vorschrift mit Betäubung. Ich finde das schon ganz gut, wenn betäubt wird, ne? Auf irgendeiner Weise. Aber zu viele Vorschriften sind auch nicht gut, ne? Da hat sich früher keiner einen Kopf gemacht, deswegen, also das sag ich mal ganz ehrlich. So, das haben wir jetzt drin, ne? Keine Ahnung. Jedenfalls, jetzt schaut mal durch, ob ihr noch ein paar dabei habt. Da 103, oh, übersehen. Das passt. Der Rest später. Jetzt können wir gleich mal gucken am Stall wegen Futter. Hat er sicherlich bessere Werte als vorher, ne? Wir knallen dann der Ferkel rein. Von daher ist es ja wieder ungünstig. Dann haben wir im Schlachthof bald auch wieder was zu tun. In Anführungszeichen. Also Fleisch und Wurst. Und bald kommen die ersten Rinder. Mal gucken, ob die ersten Rinder wegfahren kann. Und Milch muss man wieder fahren. Milch ist auch wieder soweit. Ah, da müsste ich auch so einen Traktor einfach abstellen, der dann fest für vorgesehen ist, ne? So. Bahnhof. Hier vorne nicht. Die nächste Kreuzung. Und hier müsste ich mal ja, wieder Holz hinbringen. Das ist ja. Wahnsinn, wie er bremst. Sind die Schweine gerade fleißig da vorne geflogen? Also, normalerweise kannst du das nicht machen. Ne? Also, naja. Deswegen haben wir unsere
Spezialtransportfahrer auch eine entsprechende Ausbildung und dann dürfen sie das fahren. Ne? Ich habe so ein Mod-Paket gesehen mit aller möglichen Dekomaterial, auch Autos. Mod-Hub. Ich meine, ich persönlich muss das nicht haben. Hier ist alles schön fleißig aufgeteilt. Also hier ist es reichlich vorhanden. Also, aber wer das mag, Hofgestaltung und da was haben möchte, würde gerne. Ob zum Parken Autos oder ja, kann man sich aussuchen, ne? Mal das haben möchte. Jeder nach seinem Geschmack. So, Maximum. Jetzt arbeiten die wieder. Die haben vorher nicht gearbeitet. War leer. Ja, 800.000, ne? Schwein. Nicht nach Gewicht, nicht nach Tier, wie viele Tiere sind. So, und jetzt haben wir das Fleisch. Wurst. Ja, beim nächsten Mal, ne? Zum Winter nachher. Nach der Ernte mit Rüben und Hopfen. Da haben wir eine Zeit. Ich nehme auch gleich mal die Kälber umstallen, ne? Und vielleicht schon mal die ersten Bullen herbringen. Ich mache es ja hier ein bisschen anders. Ich habe hier keinen Rindermast. Ich habe hier natürliche Kühe, immer so, ne? Die Kälber geben und die Kälber nach 2 Jahren, wenn sie Bullen sind, zum Schlachthof gehen. Auch später auch die Kühe. Wenn die Kühe das Alter erreicht haben, immer so 6-7 Jahre, dann tausche ich die komplett aus. Dann werden die trächtigen neuen Kälber, die behalte ich ja alle, die weiblichen Tiere, und die werden entsprechend dann ausgetauscht. Ich meine, normalerweise ist es so, wenn jetzt ein reiner Milchviehbetrieb würde dann nur die eigenen, die reinrassig wären, ne? Also die speziell viel Milch geben. Das heißt, wenn die jetzt aus Kostengründen oder was auch immer, wenn sie halt nicht züchten wollen, dann würden sie halt alle Tiere so Kraft bringen. Ne? Es sei denn, einer legt da keinen großen Wert drauf. Aber wie gesagt, normalerweise, da werden die Tiere normalerweise komplett, und dann kauft man sich halt reinrassige Kühe dazu. Das machen die großen Betriebe auf jeden Fall. Also da wird es keine Kompromisse. So, hier muss ich mal schauen. Die leichten. Ne, die Milchkühe sollen drinnen bleiben. Was hier so 4 Jahre alt ist und noch 2 Jahre, noch bestimmt noch 3, dann wird mal groß Rindfleisch produziert. Ne? Also Rindwurst, mehr oder weniger. Ne? Das sind ja, ab dem Alter ist es eher so, wird das Fleisch ja mittlerweile auch zäh. Sag mal so, ne? Man muss dann sehr lange kochen oder braten. Das will ja keiner, also ist es überwiegend Wurst, ne? Ist ja leider so. Das kann der Bauer sich auch nicht leisten, die Tiere sterben zu lassen und dann zur Tierverwertung bringen, ne? Das macht er ja auch nicht. Kann er nicht machen, geht nicht. Er muss da rechnen, ne? Tiere kosten Geld, er will Geld verdienen und das ist dann so, da geht nicht anders. So, haben wir noch mehr. So, weiter sehe ich keine. Bestätigen. Jetzt fahren wir die. Ich sag mal Kälber, ne? Das sind ja recht große Kälber, ne? Aber das ist sowas, was ich mir vorstellen könnte in einem neuen LS. Dass das entsprechend nachher optimiert wird, ne? Natürlich hoffe ich auf Cosplay, Autodrive und Season, ne? Aber Gerüchte gibt es noch keine, von daher immer Geduld. Wenn ich die Gerüchte höre und die kann ich und ich könnte die bestätigen, also aus sicherer Quelle, dann würde ich das auch mitteilen. Nur wenn das nicht sicher ist, wie lange ist das Rennen ungefähr?
1,4 Jahre, das ist alles weiblich, das können wir behalten. Männliche Tiere, so hier, ja, der kann noch ein Jahr bleiben, ne? Ich schaue ein bisschen nach Kilogramm. 0,5 Jahre, das ist ja für ein Rind kein Alter, ne? Na, so. Alle raus, alle raus. Dann fahren wir jetzt zum Schweinestall und holen im Grunde die Ferkel vom einen Stall zum anderen Stall. Das mache ich deswegen, damit ich bei den Masttieren nicht durcheinander komme. Auch die muss ich irgendwann austauschen, aber da kann ich einfach mal so Schweine von A nach B bringen. Das geht mal eine Fuhre, sag mal so, ne? Eine Einladung nicht zum Schlachthof, sondern hier zum nächsten Stall und würde dann vorher die älteren Sauen dann da wegbringen, ne? Das ist ja leider so, ne? Wieso wächst da Unkraut? Habe ich denn da nicht gespritzt? Habe ich eine Stelle ausgelassen? Naja, gut. Mit dem kann ich leben. So, und die Ferkel. Also alle Ferkel, so wie hier 0,0, ne? Das ist ja... Die müssen ja rüber zum nächsten Stall. Dann normalerweise Abstufung von Alter her, wie lange sie bei der Sau bleiben, 0,0 sicherlich, also noch einige Tage, ne? Und dann werden sie irgendwann entwöhnt. Und da gehen sie in einen separaten Stall oder wo sie separat sich aufhalten können, ne? Als Jungtiere, ne? So viele Ferkel. Wahnsinn. Oh, querbeet, ne? Bunte und die dicken halt, ne? Aber die Schweine sind alle meist so gezüchtet vom, dass sie eigentlich keinen Speck mehr ansetzen, ne? Also wenig, kann man sagen. Obwohl die eigentlich mit der Zeit trotzdem Speck ansetzen, setzen, ne? Aber wie gesagt, das ist nicht mehr gewollt. Was der Kunde nicht will, der geht Ton weg, ne? So, liebe Zuschauer, das soll es auch schon gewesen sein. Tschüss und ciao. Morgen geht's hier weiter, hier in... Ja, hier in... Der Marsch. Tschüss und ciao. Bis zum nächsten Mal. Ich sehe gerade, der Rechner meldet andere. Muss Neustart gemacht werden, ne? Tschüss. Und auch ein dickes Dankeschön fürs... Dankeschön fürs Reinschauen. Tschüss.